Sequenzer ist leer, nichts läuft. Der läuft parallel zum Flame. Der Flame gibt quasi die MIDI-Clock aus und gibt sie einmal an die Electribe und einmal ans Chaos-Pad. Das sind die einzigen MIDI-Verbindungen, die es gibt. So, jetzt mache ich Folgendes. Der Sequenzer läuft jetzt mit und ich gehe jetzt hier auf Record und nehme quasi diese Spur jetzt auf. Und jetzt fange ich an, den Clockwork-Trigger langsam nach hinten zu verschieben. Dann passiert Folgendes. Und jetzt nehme ich den Low-Pass und bearbeite den quasi damit auch nochmal. Also hier zu. Sodass über das Gate das Filter mit gesteuert wird. Auf die Viertel lasse ich jetzt einen zweiten Sound laufen. Das ist die zweite MIDI-Note, die ist hier gekennzeichnet, mit so einer Art Snare-Schlag. Der läuft jetzt hier in Vierteln mit und parallel dazu lasse ich die Resonanz laufen. Jetzt verschiebe ich die Viertel, die ich hier habe, mal nach hinten. Und gebe noch einen 4/4 Bassdrum Sound dazu. Jetzt von der Bassdrum triggern. Und shifte jetzt einfach mal mit den Beats ein bisschen durch die Gegend. Das ist die zweite MIDI-Note, die ich hier einstarte. Das ist diese Note, die jetzt anfängt zu spielen. So, ich spiele mal in Achteln. Und jetzt tun wir nochmal 16 dazu. Das ist die dritte Note. So. Parallel haben wir hier die CV-Ausgänge. Jetzt nehme ich mal den Amount des Filters und lasse den von den 16 bearbeiten. Das mal richtig aufmachen. Je kürzer ich das hier mache, das geht, desto härter wird das Filter abgerissen. Jetzt schiebe ich die 16 ein bisschen nach vorne. Und lass die Resonanz jetzt über die zweite Note steuern. Und schieb die mal ein bisschen nach vorne. So.